So, da sind wir wieder bei Harry Potter und Lego Steinchen. Und ich habe gerade gesehen, wir haben schon 61%, hat mir das Hauptmenü gesagt. Das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht, nicht wahr? Und wo sind wir gerade? Die verbotene Abteilung? Lassen wir erstmal aus. Das Level feiere ich jetzt nicht so. Wir gehen einfach mal in den verbotenen Wald. Im freien Spiel. Wir sind natürlich immer noch dabei, Snape mitzunehmen, damit wir einen dunklen Magier am Start haben. Wir sind natürlich noch dabei, 100% in den einzelnen Leveln zu holen. Wie jetzt zum Beispiel im Verbotenen Wald. Wahrer Zauberer war jetzt nicht so schwierig mit meinem. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Mit meinem ultimativen Multiplikator, aber hey. Huch. Okay. Hier kann man was machen. Ich muss halt alles so ranzaubern, weil dahinter immer Geheimnisse sein können, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich einfach durchrushen kann, wie nichts Gutes, sondern. Oh. Zum Beispiel das hier. Ach. Jetzt muss ich wieder hier mit den Triggern aufpassen. Zack. Es kann sein, dass diese Pflanzen mal was geben. Wer weiß das schon, ne? Mach dein Licht aus. Oh, haben wir Draco mit? Ist das Draco? Ne, ist Ernie. Schade. Ich hätte gerne Draco mitgehabt. Alter, wie viele Steine wir kriegen, ne? Wir sind jetzt schon wieder bei 5 Millionen. Und das Level hat gerade angefangen. Das ist so krank, dieser Multiplikator. Gibt's hier Steine? Ich möchte dreistellig werden, also 100.000. Das ist nicht dreistellig, sondern ganz schön vierstellig, neunstellig. Okay, hier brauchen wir Fang. Gut, dass wir schnell Graben anhaben. Huch, hier kommt noch eine Pflanze überlaufen. Alter, komplett übertrieben, wie er im Graben ist, der Typ. Da oben müssen wir allerdings einen fähigen Zauberer hinschicken. Damit meine ich keinen Hagrid und keinen Hund. Den Typen hier zu befreien, aber das haben wir schon mal gemacht. Ich weiß ich. Boah! Alles klar. Alter, wie viel sowas gibt, ne? Logischerweise. Huch. Hagrid hat mit einem Pfeil zwei Sachen gekillt. Das muss man auch erstmal schauen. Respekt an der Stelle für Hagrid. Bis jetzt konnte ich hier noch nicht viel machen, was ich vorher nicht machen konnte. Mann, Hagrid kann halt diese Zauber alle nicht. Er ist der übelste Lappen. Der kann nicht mal den Lichtzauber. Der kann nicht mal Lumos. Lumos Maxima, oder wie das hier heißt. Oh, fuck. Hau ab. Oh, warte mal. Guck mal, was wir hier haben. Eine Sache für schwarze Ma. Oh, 10 Stück brauchen wir davon. Ja, I see, I see. Das könnte nochmal ein bisschen schwieriger werden, da alles von zu finden, glaube ich. Aber ich erinnere mich, dass man in diesem Level relativ viele davon hat rumliegen sehen. Also, gibt auf jeden Fall eine Menge. Logischerweise gibt halt 10 Stück, wa? Habe ich ganz allein rausgefunden. Sag mal, wie viel ist denn hier an Unkraut? Geht weg. Kann man hier was? Oh, alles, alles zerstörbar hier. Ja, mal ein Waldlevel zwischendurch geht wohl mal, ne? Habe ich ja schon oft erwähnt, dass es nicht meine Lieblingslevel sind. Aber das hier fand ich eigentlich gar nicht so kacke. Das war eigentlich ganz nice. Soweit ich mich erinnern kann. Gutes Glühwürm. Alter, das gibt ja ganz schön viel. Das hätte ich vielleicht schon mal vorher anzaubern sollen. Oh, 1 von 3. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das damals geschafft haben. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall nicht geschafft haben, weil wir nicht 100% haben. Aha. Was hier Schönes. Hier oben braucht man auch Fang. Wie ich gerade gemerkt habe. Weil man da wieder schnell graben muss. Aber Fang ist auch nice, um diese Pflanzen wegzumachen. Sagte ich und er war nicht nice dafür, oder? Komm, Fang. Streng dich mal an jetzt hier. Jawohl. Wow, wow, wow. Und graben. Nice. Die Viecher sind immer noch geil. Die Boat-Truckets. Warum auch immer die ihr eigenes Leben opfern, um so eine komische Leiter zu bilden für irgendwelche Menschen und Hunde. Aber hey, müssen wir nicht hinterfragen. Kommt nur ein Tausender raus? Was ist das denn? So, hier ist die zweite Pflanze davon, die der Hund anscheinend nicht kaputt kriegt. Aber Hagrid doch bestimmt, jawohl. Seinem geilen rosa Schirmchen kriegt er alles weg. Warum hat er sich eigentlich damals dafür entschieden, dass er den Schirm rosa macht? Da muss mir auch immer einer erklären. Obwohl, vielleicht ist das. Oh. Vielleicht ist das noch unauffälliger, da seinen Zauberstab drin zu verstecken, wenn der Schirm rosa ist. Da rechnet man ja dann wirklich nicht damit, dass das irgendwie. Hau ab. Dass da irgendwie ein Zauberstab drin sein könnte. Der sieht so harmlos aus, der Schirm.
Diese kleinen Pflanzen kann man anscheinend kaputt laufen. Aber kann auch jeder Charakter anscheinend. Das ist ganz nice. Geh weg. Hier, einfach drüber laufen. Guck mal, selbst Snape kann das. Was ist das hier? Ach, diese Maulwürfe, ja. Kann er mal hier hochsteigen? Ich will die Coins. Danke sehr. Da hinten habe ich noch ein schwarz magisches Ding gesehen. Das holen wir uns gleich. Erstmal hier noch einmal dran drehen. Nice, nice, nice. Oh, mehr geht nicht. Okay. 3 von 10. Okay, okay. Das hier noch. Warum auch nicht? Vielleicht gibt es ja am Ende auch was. Obwohl, wenn so nicht mitgezählt wird, ist meistens bringt das nichts. Aber ja, hier haben wir schon gekriegt, was auch immer da drunter war. Egal. Hat nochmal einen 10.000er gegeben. Beziehungsweise in unserem Fall einen 960.000er. Nee, gar nicht. 96.000er, so. Oder? Ja, doch. Das stimmt. Das stimmt. Ah, hier muss man graben. Ich habe erst nicht gecheckt. Oh, wir haben Hagrid eingefroren. Sorry, Hagrid. Ich habe erst nicht gecheckt, was man hier machen muss, aber ist nicht so schwierig. Sind noch irgendwelche. Ah, guck mal, hier sind noch Pflanzen. Bringt uns wahrscheinlich nichts, die kaputt zu machen, aber hey. Noch die hier. Möchte schwarz-magische Sachen finden. Ich brauche neue schwarze Magier-Charaktere. Ich will Voldemort haben. Immer noch. Und ich weiß nicht, wo er ist. Kann er was kaputt machen? Nö. Weiter geht's. Hagrid voran. Der kennt sich ja schließlich aus in dem Wald. Haben die schon immer so viele Coins gegeben, diese komischen Glühwürmchen? Das ist doch neu, oder? Die haben doch bei meinem ersten Mal durchspielen hier nicht blaue Steine gedroppt. Oder sehe ich das falsch? Kommt mir komisch vor. Wow. Oh. Ich habe die Wespe gar nicht gesehen. Ich dachte schon, hier ist doch bestimmt irgendwie so ein Nest wieder. Aber ich wusste nicht wo. Ich weiß immer noch nicht wo, aber es gibt... Ah, da hinten. Okay. Ah, ich habe gerade dein Nest gekillt. Haha. Was willst du tun? Selbst die Wespen geben blaue Steine. Das heißt, dann könnte sich doch unendlich viel Coins farmen hier gerade. Das ist doch niemals so gewesen beim ersten Mal durchspielen. Ja, glaube ich nicht. Ah, guck mal einer an. 4 von 10? Boah, 10 Stück ist aber echt eine Menge. Gibt es denn dafür das Slytherin-Banner oder ein Charakter? Mal schauen, ich bin gespannt. So, hier wieder das. Ganz komische Pflanzen hier killen, die uns den Weg versperren. Bam, bam, bam. Das Level hat halt wenigstens noch so Struktur. Das ist nicht einfach nur Pflanzen kaputt machen. Also auch, ja, natürlich, gehört dazu. Was wäre ein Waldlevel ohne Pflanzen, die man kaputt machen kann? Aber es hat halt auch so eine klare Struktur. Also ich finde das ganz cool, das Level. Brauchen wir da auch schwarze Magie? Oder was? Ach ne, da muss man einfach nur zaubern. Okay. Man bringt den Stein ins Rollen quasi. Ach, das ist wieder so ein Maulwurf-Ding. Oder was auch immer es darstellen soll. Für mich ist es ein Maulwurf. Kann auch was anderes sein. Arm. Achso. Ups. Sorry, Hagrid. Ich wollte dich nicht blenden mit dem heiligen Licht. Ne, ist gar nicht das heilige Licht. Sorry, Hagrid. Ich wollte dich nicht mit Lumos Maxima blenden. Waren Hagrid und Snape eigentlich auch in derselben Zeit auf der Schule? Nee, oder? Warte, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Nee, kann er nicht. Hagrid ist eigentlich echt voll der alte Sack, ne? Wenn er mit Voldemort zur Schule gegangen ist. Dann ist er ja auch schon 80 oder so. Oder 70 zumindest. Vielleicht auch 60, aber... Ah, Hagrid. Hä, den hat man nicht standardmäßig? Krass. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, wir haben Hagrid gefunden. Easy game. Hier braucht man schwarze Magie. Achso, das ist wieder das hier. Okay, 5 von 10. Aber so habe ich das noch nie gesehen, dass Hagrid hier echt ein alter Sack ist. Ein alter Knacker. So, jetzt müssen wir das hier, weil wir jetzt zum Glück ja den Magneten haben, ist das jetzt nicht mehr ganz so schwer, daran zu kommen. Da brauchen wir die anderen Teile gar nicht. Obwohl, vielleicht brauchen wir die, um da hochzukommen. Ich meine, man kam auch von dem See da hoch, oder? Oder sehe ich das falsch? Sehe ich das falsch? Haha. Was ein Wortspiel mit See. Hier ist noch irgendwas mit dunkler Magie, da kommen wir noch nicht dran. Ah, das ist wieder so ein Teil. Ja gut, hier müssen wir natürlich wieder den Hund zu Rate ziehen. Der das Wasser ablässt. Ja, genau. Ich erinnere mich.
Und jetzt läuft das auch alles hier. Die Fische hier, ich mach's einfach aus Prinzip auch nochmal. Gibt auch noch ein paar Coins. Der Vollständigkeit halber. Das hier natürlich noch. 6 von 10 aber erst. So lange ist das Level doch gar nicht mehr, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen übersehen habe irgendwie. Ah, guck mal, hier ist noch ein Charakter drin. Vermute ich mal. Boah, Alter. Die hat er aber aufgefetzt. Ah, nee. Oh. Okay, da war einfach mal so ein komisches Skelett drin, aus irgendeinem Grund. Und hat mir ein Wappen beschert. Ja. Warum nicht? Ravenclaw-Wappen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und für die schwarzmagischen Sachen, genau, so spricht man das aus, kriegt man wahrscheinlich noch das letzte Banner. Vermute ich jetzt einfach mal. Nein. Ja, ihr werdet es mitgekriegt haben. Das Spiel hat gerade wieder einen Abgang gemacht. Und ich meine mich erinnern zu können, dass das auch, als ich das erste Mal dieses Level gespielt habe, schon passiert ist. Also irgendwie läuft, ich glaube sogar zweimal passiert ist. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Irgendwie läuft dieses Level nicht stabil. Ja. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe jetzt Angst, dass es jeden Moment wieder crasht. Ich weiß nicht, was an diesem Level das Spiel so fordert, aber irgendwie läuft es nicht wirklich gut in diesem Level. Aber naja, ist für euch halt nicht das Problem. Für mich ist es halt nervig, weil ich jetzt nochmal bestimmt 10 Minuten hier den ganzen Scheiß nochmal einsammeln musste. Was ist denn da oben passiert? Achso, die Wespe hat das einfach mal kaputt gemacht. Kann ich mal aufhören, immer näher zu kommen? Okay, wie machen wir das jetzt hier am besten? Na, einfach so, oder? Und dann das da oben drauf. Easy game. So. Fuck. Dem fetten Hagrid. Ja, doch, es reicht. Geht alles. Pack mal deine Armbrust aus. Es wäre cool, wenn die irgendwie mehr Schaden machen würde oder so. Alter Schild. Da ist viel rausgekommen. Aber die bringt eigentlich gar nichts, oder? Die Armbrust. Obwohl, die fliegen recht schnell, die Projektile. Das ist schon an sich nicht schlecht. Oh, guck mal, was wir hier haben. Ein Fall für Severus Snape. Den guten Allen. Bam. Oh, ein Charakter einfach mal so. Draco! Wir haben Draco! Den haben wir auch gewünscht, so ein bisschen. Weil der gleichzeitig ein Slytherin ist, obwohl der wird keine dunkle Magie können, oder? In den ersten 4 Teilen ist es doch noch ziemlich der Lappen. Wenn man ehrlich ist. Obwohl, wer weiß. Wer weiß. Mal schauen. Ich bin gespannt. Können wir gleich mal im freien Spiel auswählen. Fürs nächste Level. So, ich werde da jetzt extra nicht runtergehen, auch wenn da Steine hinfallen. Ist mir scheißegal. Ich habe zu viel Angst vorm Absturz. Und auch wenn da die Blätter hinfallen, die man noch kaputt machen kann, das mache ich jetzt gerade nicht. Wir haben genug Steine und, ja, ich will das hier gerade nicht... Ja! Nicht normal spielen. Da wäre es schon fast passiert. Da oben braucht man dunkle Magie. Ich hoffe, Snape schafft das hier hoch wieder. Oh Gott. Ich wette, er schafft es nicht. Ah doch, da ist er. Obwohl, zur Not könnte ich ja auch einfach zwischen den Charakteren durchswitchen. Also, so. Falls er es nicht geschafft hätte, aus irgendeinem Grund. Es kann ja hier jeder Charakter, jeden Charakter sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war zwar nicht gut erklärt, aber ich glaube, es ist... Ah! Holy shit, ah! Gut, dass wir schwer... Obwohl, wir können sogar sterben. Die Herzen regenerieren gar nicht mal so schnell. Also schon schnell, aber nicht... Teilweise nicht schnell genug. In der Theorie. Aber gut, selbst wenn wir sterben, ist uns, glaube ich, wahrer Zauberer nicht mehr zu nehmen. Okay, 9 von 10. Jetzt kommen sie alle auf einen Schlag hier. Jetzt geht es dem Ende zu, das Level, glaube ich. Ja, wir sehen ja auch schon wieder Harrys Leuchtekugel da im Hintergrund. Aber eins muss hier noch irgendwo sein. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann bin ich schwer enttäuscht, dass ich irgendwo eins übersehen habe. Zweimal. Das kann ja eigentlich nicht sein. Nee, nee, nee. Da wird noch kommen. Keine Sorge. Jetzt war, glaube ich... Ah, hier ist es. Okay. Und da haben wir auch den letzten Teil des Banners. Nice. Und damit haben wir, glaube ich, alles, nicht wahr? Wir haben alle Charakter-Steine. Einen hatten wir schon gesammelt. Zwei haben uns gefehlt. Also Fang hatten wir schon mal gesammelt. Und Hagrid und Malfoy haben wir gekriegt. Macht doch voll Sinn, dass Malfoy hier in dem Level ist. Weil der ja auch mit dabei ist, quasi. Im Film und im Buch. Weil das ja die Strafarbeit ist für... Ah, ich brauche die Steine. Für Harry und Malfoy und Hermine und Ron. Ist der Hermine auch dabei? Nee, Hermine ist nicht dabei, ne? Nee, Ron und Neville, so ist das. Da macht es natürlich auch Sinn, dass man den Malfoy hier im Wald kriegt. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, hoffentlich geschafft. Wehe, du stürzt es kurz vor Ende nochmal abspielen, aber ich glaube, das sieht gut aus.
die letzten Steine und dann... Jawohl, sehr schön. Hagrid freigeschaltet, Draco Malfoy aus Hogwarts. Da wohnt er nämlich, freigeschaltet. Und noch die Sterne, die Steine fürs Hogwarts-Wappen, beziehungsweise den Stein. Sehr schön. Das heißt, das Waldlevel haben wir schon mal geschafft, das instabile Absturzlevel. Da freue ich mich tatsächlich gerade. Und noch ein Goldstein, sehr schön. Wir sind dreistellig geworden, auch das ist nice. 100.000, ich frage mich, ob man auch eine Million Steine kriegt in einem Level, ob das geht. Obwohl, warte mal, das waren 100 Millionen, ich bin dumm. Ob man eine Milliarde Steine kriegt in dem Level. Ob das geht. 143, ey, das ist schon verdammt nah dran an einem. Das ist schon nicht schlecht. Wir brauchen nur noch knapp oder gut 50 Steine. Und die kriegen wir, naja, wie viele Level gibt es noch? Noch mindestens 18, wo wir bestimmt nochmal 2x18 Steine, also 36 Steine noch bestimmt sammeln können. Wo der Rest ist, keine Ahnung. Okay, hier haben wir alles geschafft. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das Level war auch nicht so lange, das Gesicht des Feindes. Das schaffen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Ich habe jetzt ein bisschen das Zeitgefühl verloren, wie lang die ist, weil wir ja... Ach fuck, ich wollte Draco ausprobieren, ne? Na egal. Weil wir ja... Aber weißt du was? Das mache ich jetzt noch kurz, dass ich mir Draco da reinhole. Weil die Folge abgebrochen ist für mich. Ich habe mir einen Cut zwischendrin gesetzt, deswegen habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, wie lang das hier schon geht. Aber ich denke mal, wenn wir das Level noch machen, dann passt das. Sollte eigentlich. Zwei Level pro Folge ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. So, wo haben wir ihn denn? Draco. Wer ist das? Ne, das ist Ernie. Ach, den müssen wir erst kaufen. Ach, fuck. Ah, das vergesse ich immer. Na gut, ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. Hier haben wir gar nichts gekriegt. Weder Charakter, noch Hogwarts-Wappen, noch irgendwas. Außer wahrer Zauberer. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, was wir hier machen müssen. Ach du Scheiße. Wir haben erstmal die Ente groß gemacht. Ach, hä? Was sollen wir denn damit? Ah doch. Die sollen wir tatsächlich dem Hund geben. Ich habe mich schon gewundert. Eigentlich schläfert man den ja mit Musik ein, aber so eine Quietsche-Ente scheint der auch zu mögen. Ah, okay. Und da ist die Musik. Oh, der ist irgendwie echt süß, der Hund. Und Snape in voller Kampfeshaltung. Ich nehme mal nicht an, dass hier was ist, oder? Nein. Gut, dass wir vorm Fallen retten haben. Ja gut, hier gibt es nicht viel, was man machen kann. Weiter geht's. Nächste Aufgabe. Das ist eine Teufelsschlinge, Harry. Oh, oh. Das ist auch, das hier ist tatsächlich eines meiner absoluten Favorite-Level, glaube ich, aus dem Spiel. Zumindest eines von denen. Oh, fuck. Es gibt eine Menge gute Level, aber... Wen haben wir noch so mit? Oh, jawohl, Harry. In seiner feinen Kleidung. Kann das mal kaputt gehen hier? Danke. Aber das ist echt cool gemacht mit den verschiedenen Aufgaben quasi so, wenn man so will. Da geht's schon weiter, aber hier gibt es natürlich noch eine Kiste, die wir uns holen. Holen wollen, holen müssen, whatever. Und da ist bestimmt ein Charakter drin, oder? Harry. Nicht vor meine Schussbahn laufen. Danke. Oh, da ist sogar ein Wappen drin. Ja, noch besser. Okay, Gryffindor haben wir schon mal. Nice, weiter geht's. Auf zu den fliegenden Schlüsseln. Aber erstmal noch in diesem kleinen Zwischengang. Hallo? Danke, Snape. Mach das Ding kaputt. Eigentlich ist der erste Teil auch echt cool, ne? Ich habe den viel zu wenig geguckt und gelesen, glaube ich, den ersten Teil. Aber eigentlich ist der echt nice. Wenn man sich dazu überlegt. Das ist echt so ein Film. Ach du heilige Scheiße. Ich erinnere mich. Schlüssel. Ganz viele Schlüssel. Das ist echt so ein Film, den man immer mal wieder gucken kann. Oh. Warte mal. 1 von 10. Oh, cool. Es gibt hier 10 Schlüssel. Die man aus der Luft holen kann. Aha. Und da kriegen wir wahrscheinlich noch einen Banner her. Nehme ich mal ganz stark an. Boah, jo. Snape haut richtig raus hier gerade. Noch eine Truhe, wo ein Charakter drin ist. Harry in Slytherin-Verkleidung. Okay. Das macht jetzt alles nicht so viel Sinn, dass der in dem Level ist. Aber hey. Huch. Ach, der gibt den Besen. Genau. Okay. Können wir vom Besen aus zaubern? Kann Snape fliegen, by the way? Oh, ja, das läuft ganz gut. Aber wie mache ich denn das jetzt, dass ich... Zauber vom Besen, der kann das nicht. Ich drücke die Action-Taste, aber er macht nichts. Ah, warte mal. Kann ich hier vielleicht... Aha. Habe ich das letztes Mal gesehen? Kommt mir irgendwie nicht so vor, dass ich hier drin war.
Ja, hier ist der Schüler in Not. Doch, den haben wir schon mal... Doch, den... Ah, fuck. Den haben wir schon mal befreit. Komm, Harry, zeig mal deinem alten Lehrer, wie das geht. Wo ist der Besen? Da. Auf geht's. Aber es ist gut, dass man da zwischenlanden kann, weil da... Wenn man denn zwischenlanden kann... Oh nein. Oh nein. Ah, okay, er resettet sich automatisch. Ich dachte schon, der hängt da jetzt fest bis zum Ende aller Tage. Komm, Harry. Sehr schön. Damit kriegen wir schon mal den. Sag mal, wieso fällt der denn da immer runter? Und den anderen dürfte ich doch auch kriegen, oder? Irgendwie. Nice. Slytherin Banner Easter. Schönes Ding. Da fliegen wir jetzt nochmal kurz hin mit dem Besen. 2 von 4 Bannern schon mal. Und es gibt ja noch eine Menge Aufgaben hier auf der Jagd zum Stein der Weisen. So, jetzt verfolgen wir dich, du scheiß Schlüssel. Bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Harry, sinken, Harry, sinken. Sehr gut. Zack, da haben wir ihn doch. Nichts leichter als das. Keiner legt sie mit Harry Potter an. Auch kein übergroßer Schlüssel. Sieht voll geil aus, ey, in seinem Anzug. Richtig fresh. Okay. Der gibt schwarze Magie, habe ich gleich gesehen. Oh nein, das ist Professor Quirrell. Ist auch cool, ist auch cool. Der Voldemort Quirrell ist auch cool. Ist fast Lord Voldemort, fast. Bin ich zufrieden mit. Das ist schon nice. Ach du Heilige. Ah. Oh. Hey, ich habe vom Fallen gerettet. Was soll das? Oh, fuck. War das klug? Man spielt hier gerade richtiges Zauberschach, wa? Kann das sein? Oh, okay. Ja gut, das war nicht so schwer zu kriegen, das Banner. Was ist das hier? Ja, ja, ich... Oh, warte mal. Das sollten wir vielleicht nur lassen, wenn wir da nicht durch können. Okay, wie war das? Hier konnte man in die Türme rein. Aber man musste erstmal irgendwie... Oh, das war dumm, wa? Jetzt schlägt er mich nämlich. Ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel hier war. Guck mal, das... Oh, oh. Das war jetzt auch nicht der beste Zug. Jetzt werden wir da nämlich geschlagen. Hoppala. Kann man das verlieren hier? Das ist ja echt so wie Zauberschach. Muss man es vielleicht schaffen, dass alle Figuren ausgerottet werden? LOL! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Cool, wir haben... Das Hogwarts-Banner. Okay. Da kann man nichts mehr machen. Dem hier auch nicht. Den hier können wir noch anzaubern. Der natzt dann da noch den Bauer weg. Gute Sache. Dann wird er selber umgenatzt. Haut einfach ab. Dann können wir in den Turm. Genau so war das. Mit dem Turm konnte man dann da durchrasieren. Alter. Der Arme. Ist das die Dame hier? Ja, ne? Sie nimmt ja den Turm auseinander. Er ist wie richtiges Schach hier gerade. Das ist auf jeden Fall besser und akkurater als... Als das Schach vom ersten EA-Spiel. Ist das der König? Das kann doch nicht der König sein. Das ist der König. Der König hat gecheatet. Und wir cheaten auch. Wir bauen einfach eine Figur wieder zusammen. What the fuck? Wir bauen die Dame... Ups. Wir bauen die Dame wieder zusammen. Was soll denn das? Das ist ja unfair, Hermine. Du bist doch immer die, die gegen Schummeln ist. Ja gut, okay. Das ist natürlich jetzt echt... Huch. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Wir sind jetzt auf einmal am Endgame. Okay, das Schachspiel habe ich nicht ganz verstanden. Oh oh. Und schon geht es los. Ist hier noch ein Charakter? Uns fehlt, glaube ich, ein Charakter, oder? Weiß ich gerade nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, uns fehlt ein Charakter. So, komm, lass dich von deinem eigenen Schüler besiegen. Oh, wir können auch noch nicht hin. Aua. Naja, gedreckt, Kühl, gedreckt. Warte mal. Oh, fuck. Harry, oh oh. Okay, wir brauchen Harry bei der Sache. Sonst können wir ihm natürlich nicht unsere geilen Hände aufs Gesicht drücken. Ich habe irgendwie das böse Gefühl, ich habe einen Charakter übersehen, oder? Wir haben doch nur einen gefunden, oder nicht? Ich glaube schon. Ha! Ich verbrenne dich! Obwohl, ne, wir haben Quirrell gefunden und noch irgendeinen, aber das reicht ja nicht. Wir brauchen noch einen mehr. Da geht noch mehr kaputt. Ja, jetzt habe ich es aber schwierig, bis zu dir zu kommen, Kugel. Jetzt ist das aber schwer. Ah. Ah. Oh, was habe ich da denn noch aktiviert, hast du gesehen? Naja, ein bisschen Steine. Ist nie schlecht. Oh, fuck. Dann habe ich sogar getroffen. Gut, dass wir Lebensregeneration haben. Ist natürlich auch ein bisschen unfair für den armen Kugel. Wie soll denn der so gewinnen? Brenne! Easy game. Ach, die kann man noch aktivieren. Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Es wird immer schwerer. Kein Problem für mich, Quirrell.
Ich kenne Jump'n'Run, kann ich. Kein Problem. Bringt aber auch nichts, wenn man die alle... Ah, warte, gibt's noch mehr von. Aber ich nehme mal nicht an, dass das irgendwas bringt am Ende. Aua, lass mich in Ruhe. Kribbel! Fuck, wieso kann ich den nicht anzaubern? Oh, fuck. Ich hab's jetzt echt geschafft zu sterben. Mit Lebensregeneration. Okay, wir haben sie beide angezaubert. Perfekt. Dafür habe ich auch einmal jetzt hier gewartet kurz. Ich dachte, das bringt vielleicht noch was, weil ich habe echt immer noch das Gefühl, ich habe einen Charakter verpasst. Hui, Harry dreht sich. Easy game. Oh, fuck. Hui. Hui. Oh. Aua, sag mal. Okay, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Hau ab. Quirrell. Voldemort Quirrell, hau ab. Easy game. Ja, den haben wir gekriegt und den Lord Voldemort Quirrell. Aber sonst haben wir noch einen verpasst. Scheiße, Mann. Wo soll denn der gewesen sein? Hä? Was zum Teufel sollen wir den... Ich weiß wo, beim Schachspiel. Hinter der Schachfigur, weil das einfach abgebrochen hat. 100% wird das da sein. 100% wird das da sein. Fuck. Fuck. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Naja. Immerhin das Hauswappen gekriegt. Und noch ein paar mehr Charakter. Und dabei das erste Jahr auch schon wieder zum zweiten Mal durchgespielt. Allerdings nicht so 100% erfolgreich leider, ne? Wenn man sich das hier gleich anguckt. Erstmal die Steine hier einsammeln. So. Wenn man sich das hier anguckt. Hier haben wir zwar nicht alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir nicht alles. Krass. Hier haben wir nicht alles. Da haben wir alles. Hier haben wir... Gut, das haben wir gar nicht gespielt so wirklich. Na gut, aber ich würde trotzdem sagen, in der nächsten Folge machen wir dann erstmal wieder weiter mit dem zweiten Jahr. Mit dem Level Flohpulver. Bis denn. Ciao.